Zuerst die guten Neuigkeiten. Die Welt ist im Top-Zustand. Ein Bürgerkrieg in Russland. Loyalisten der Regierung gegen Ultranationalisten, Rebellen und schlappe 15.000 Atombomben. Also nur ein normaler Arbeitstag. Khaled al-Assad, im Augenblick der zweitmächtigste Mann im Mittleren Osten. Es heißt, er hat das Öl, hier der King zu werden. Die Aufklärung hat ein Auge auf ihn geworfen. Und die schlechten Neuigkeiten? Heute stößt ein neuer Typ zu uns, frisch aus der Grundausbildung. Er heißt Soap. Schön, Sie zu sehen. Nehmen Sie eins der Gewehre vom Tisch. Sie kennen das Spiel. Auf zur ersten Station und mit dem Gewehr zielen. Zauberhaft. Okay, schießen Sie jetzt aus der Hüfte auf die Ziele. Nun zielen Sie mit Ihrem Gewehr, Soap. Also, schießen Sie jetzt mit der Zielvorrichtung auf jedes Ziel. Jetzt werden die Ziele von etwas Sperrholz verdeckt. Kugeln werden dünnes, schwaches Material wie Holz, Putz und Blech durchschlagen. Schießen Sie durch das Holz auf die Ziele. Gut. Hier tauchen nacheinander Ziele auf, eins nach dem anderen. Treffen Sie alle so schnell wie möglich. Wirklich gute Arbeit, Kumpel. Holen Sie sich nun eine Pistole. Gut, jetzt wechseln Sie auf das Gewehr. Ziehen Sie jetzt Ihre Pistole. Denken Sie dran, zur Pistole zu wechseln ist immer schneller als nachladen. Alles klar, Soap, hier geht's lang. Mit dem Messer sind Sie noch schneller als beim Wechseln auf die Pistole. Zerschneiden Sie die Wassermelone. Sauber, Ihre Obsttötungsfähigkeiten sind erstaunlich. Captain Price möchte Sie sehen. Er ist der Neue, Sir. Nehmen Sie nicht so hart ran. Es ist sein erster Tag. Also was ist Soap überhaupt für ein Name? Wie hat einer wie Sie überhaupt die Grundausbildung geschafft? Soap, nun sind Sie mit dem Häuserkampf dran. Alle anderen ab zur Beobachtung. Für diesen Test müssen Sie das Fahrschiff in weniger als 60 Sekunden meistern. Gas hält mit 19 Sekunden den aktuellen Rekord. Viel Glück. Über die Leiter da drüben. Nehmen Sie die MP5 und 4 Blendgranaten auf. Auf mein Zeichen aufs Deck und zur Position 1. Danach die Treppen runter auf Position 2. Dann zur Position 3 und 4 und meinen Anweisungen bei jeder Position folgen. An das Seil, wenn Sie bereit sind. Los, los, los! Treffen Sie die Ziele! Position 2, los! Treffen Sie die Ziele! Blendgranate durch die Tür! Position 4, treffen Sie die Ziele! Position 5, los! Treffen Sie die Ziele! 6, los! Treffen Sie die Ziele! Finale Position, los! Rennen Sie zum Ziel! Ziemlich gut, Soap, aber ich habe schon Besseres gesehen. Die Leiter rauf, wenn Sie noch eine Chance wollen. Ansonsten kommen Sie zu den Monitoren für eine Analyse. Gentlemen, die Frachtschiffmission läuft. Machen Sie sich bereit. Wir starten um 0200. Wegtreten. Die Infos kommen von unserem Informanten aus Russland. Das Paket ist an Bord eines Frachters. Estland Registriernummer 52775. Ein paar Mann Besatzung und Sicherheit an Bord. Irgendwelche Weisungsregeln? Besatzung entbehrlich.
Sichtkontakt zum Ziel, noch 60 Sekunden. Verstanden, 2-4. Letzte Runde. Gang gesichert. Gute Nacht. Mannschaftsquartiere gesichert. Nach oben. Vorne Deck gesichert. Grünes Licht für Alpha. Los. Bereit, Sir. Verteilen, 3 Meter Abstand. Da sind 2 auf der Plattform. Ich sehe sie. Waffenfreigabe. Ja. Ziel neutralisiert. Ziel erledigt. Wir haben Gesellschaft. Hammer 2-4, wir haben Ziele im ersten Stock. Verstanden, wir greifen an. Bravo 6, Hammer hat kaum Sprit. Wir ziehen ab. Big Bird wird in 10 Minuten für die Evakuierung auf Station sein. Verstanden, Hammer. Warcraft, Griffin, haltet uns den Rücken frei. Alle anderen folgen. Ja. Spare ich mir für den Nahkampf. Verdammt richtig. Auf mein Zeichen. Los! Überprüft eure Ecken. Bewegung. Die Ecken überprüfen. Rechts sicher. Links sicher. Gang gesichert. Vorwärts! Rechts sicher. Treppe gesichert. Bewegung rechts. Ziel erledigt. Gang gesichert. Überprüft eure Ecken. Links sicher. Vorwärts! Bereit halten, auf mein Zeichen. Bin bereit. Blendgranate, los! Los! Steg sicher. Gebe Deckung. Weiter. Turm zu mir! Vorwärts! Nah zusammenbleiben. Gas, rechte Seite. Bin dran. Formieren! Bereit, Sir. Los! Links sicher. Bewegung. Bewegung rechts.
Rechts sicher. Links sicher. Formieren. Bereithalten auf mein Zeichen. Eins bereit. Zwei bereit. Auf mein Zeichen. Los! Bericht. Alles okay? Ja. Ich empfange starke Signale, Sir. Ein Blick hierauf kann sicher nicht schaden. Das ist Arabisch. Baseplate, hier spricht Bravo 6. Wir haben es gefunden. Bereit, das Paket für den Transport zu sichern. Keine Zeit, Bravo 6. Zwei Flieger sind schnell zu euch unterwegs. Nehmt mit, was ihr könnt und dann nichts wie raus da. Die bewegen sich schnell. Vermutlich Mix. Hauen wir ab. Soap, schnappen Sie sich das Manifest im Container. Los! Alles klar, alle mal nach oben. Pronto! Warcraft Griffin, wie ist euer Status? Sie sind schon im Helikopter, Sir. Feindliches Flugzeug nähert sich. Bravo 6, bitte kommen. Bravo 6, wie ist Ihr Status? Scheiße! Was zum Teufel ist passiert? Das Schiff sinkt! Wir müssen weg! Sofort! Bravo 6, komm verdammt nochmal! Big Bird, hier Bravo 6. Wir sind auf dem Weg nach draußen. Marsch, Soldat! Wir hauen ab! Zu den Stegen! Los, los, los! Bewegt eure Ärsche! Los! Wieder ausstehen! Geh mir! Pass auf dein Kopf! Los, los! Schneller! Alles bricht auseinander! Na los, na los! Wir hauen ab! Zu den Stegen! Los, los, los! Bewegt eure Ärsche! Los! Wieder ausstehen! Geh mir! Pass auf den Kopf! Los, los! Schneller! Alles bricht auseinander! Na los, na los! Stehen! Los, los, los! Bewegt eure Ärsche! Los! Wieder ausstehen! Geh mir! Pass auf dein Kopf! Los, los! Schneller! Alles bricht auseinander! Na los, na los! Stehen! Los, los, los! Bewegt eure Ärsche! Los! Wieder ausstehen! Geh mir! Pass auf dein Kopf! Los, los! Schneller! Alles bricht auseinander! Na los, na los! Achtet auf die Rohre! Bravo 6, rot zum Teufel
sind fast da. Welche Richtung? In welcher Richtung ist der Heli? Nach rechts, nach rechts! Wir haben keine Zeit mehr. Los, komm schon! Immer weiter! Wo zur Hölle ist er? Spring schon! Hab dich! Wir sind alle an Bord, los! Verstanden, wir verschwinden. Baseplate, hier Big Bird. Paket gesichert, wir kehren zur Basis zurück. Ende. Ein Wagen kommt. Weiterverfolgen. استاد الى اليسار الى اليسار الخائن بحوزتنا ونحن في طريقنا الى القصر نعم سيدي بقيه العائله المالكه لقد شاهدت شخصيا استدر إلى اليمين عند التقاطع التالي. التواصل لا يأتي إلا بالعبودية. لن نكون عبيدا. استدر إلى اليسار. إلى اليسار. حان الوقت لإظهار قوتنا الحقيقية. إنهم يستهينون بعزيمتنا. دعونا نريهم أننا لا نهابهم. وقضيتنا عادلة
سندمر البلاد كما ندمرون. هكذا ابتدى. Captain Price, Al-Assad hat gerade Präsident Al-Fulani im Fernsehen hinrichten lassen. Die Amis haben Pläne für Al-Assad und für Al-Fulani können wir nichts mehr tun. Aber in weniger als 3 Stunden wird Codename Nikolai in Russland hingerichtet. Nikolai, Sir? Nikolai ist unser Informant bei den Ultranationalisten. Er hat uns die Daten für die Frachtschiff-Operation besorgt. Nikolai ist mitten in der Hölle und wir werden ihn rausholen. Wir vergessen unsere Freunde nicht. Bewegung! Die Loyalisten erwarten uns etwa 1/2 Kilometer nördlich. Abrücken. Loyalisten, was? Sind das die guten Russen oder die bösen Russen? Tja, sie schießen nicht sofort auf uns, wenn du das wissen willst. Das reicht mir absolut, Sir. Gute Arbeit. Da sollten noch ein paar Wachposten voraus sein. Kamarow und seine Männer warten in einem Feld nordwestlich von hier. Soap, ein paar Claymores vor der Tür platzieren und dann den Lockvogel spielen. Riechst du das, Gas? Ja, Kamarow. Willkommen im neuen Russland, Captain Price. Was ist das Ziel? Wir müssen einen Informanten rausholen. Die Ultranationalisten haben BM-21er auf der anderen Seite des Hügels. Ihre Raketen haben hunderte Zivilisten im Tal getötet. Nicht so schnell. Denken Sie an Beirut. Sie kommen mit uns. Ich schulde Ihnen wohl was. Ja, ganz genau. Ваня, приближайся. Приготовься к атаке.
Stimme wuchs Signale. Hier lang. Von da aus kann Ihr Scharfschütze meine Männer schützen. Scharfschützen in Position. Gess, die linke Flanke decken. Verstanden. Decke linke Flanke. An alle Einheiten. Angriff sofort starten. Feindkontakt im Norden. So, schalten Sie die MG-Schützen an den Fenstern aus, damit Kamarows Männer das Gebäude stürmen können. Treffen Sie den anderen MG-Schützen durch die Wand. Scheiße, Feindhubschrauber. Sie haben nicht erwähnt, dass es Hubschrauber gibt, Kamarow. Ich habe auch nicht gesagt, dass es keine gibt. Wir müssen meine Männer vor Ihnen schützen. Hier lang. Machen Sie hin, Kamarow. Ich will den Informanten. Sie müssen sich um nichts Sorgen machen. Wir erledigen die BM-21er und bahnen einen Weg direkt zu Ihrem Informanten. Какой статус? Сколько времени я тебе нужно? Ладно, я буду проживать, останавливать их. Wir sollen das einfach aus ihm rausprügeln. Doch nicht. Wir bekommen Gesellschaft, Sir. Hubschrauber nähern sich schnell. Captain Price, meine Männer treffen auf schweren Widerstand. Helfen Sie ihnen von den Klippen aus. Und unser Informant? Dem läuft die Zeit davon. Dann helfen Sie uns. Je weiter meine Männer ins Dorf vorrücken, desto näher kommen wir Ihrem Informanten. Gut, wir machen Fortschritte. Folgen Sie mir zur Stromversorgung.
Da, der letzte Angriff hat begonnen. Noch ein bisschen mehr Scharfschützenhilfe von Ihnen. Genug Scharfschützen. Wo ist der Informant? Что ты делаешь? Что с ума сошел? Wo ist er? Das Haus am nordöstlichen Ende des Dorfes. Das war doch gar nicht so schwer. Und jetzt setz dich in die Ecke. So, Gas. Wir müssen zu dem Haus, bevor dem Informanten was passiert. Na dann, los. Scheiße Bewegung, vielleicht lebt er noch. Gas auf die Rückseite und unterbricht die Stromzufuhr. Alle anderen bereit machen. Gas, jetzt. Okay, Strom unterbrochen. Los! Victor! Elektrisches... Diese Nachtsichtgeräte machen es einfach. Sascha! Ist dies? Что вы хотите? Что вы? Спецвойска? Ist es. Nikolai, bist du in Ordnung? Kannst du laufen? Ja, und ich kann immer noch kämpfen. Danke, dass ihr mich rausgeholt habt. Big Bird, Bravo 6 hier. Wir haben das Paket. Treffen bei Landezone 1, over. Bravo 6, Big Bird hier. Sind auf dem Weg, Ende. Los geht's, los geht's!
Haben die Amerikaner schon Al-Assad angegriffen? Nein, ihre Invasion beginnt erst in ein paar Stunden. Wieso? Die Amerikaner machen einen Fehler. Sie werden Al-Assad niemals lebend kriegen.